Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute im Panzer Cup 150 CCM. Und wir fangen an mit der Kumu Weide von der Wii. Dürfte noch jedem bekannt sein, die Strecke, denke ich. Also, wie ihr wisst, Mario Kart 8 Deluxe hat 12 Cups, also insgesamt 48 Strecken. Kann das sein? Ja, doch, 12 Cups, alle 4 Strecken. Ja, 48 Strecken ist richtig. Die Hälfte davon sind Retro-Cups, das heißt Strecken, die es schon mal auf... Ah, fuck, wer hat mich denn da abgesniped? Strecken, die es schon mal in anderen Mario Karts gab, die jetzt quasi aufgefrischt und verbessert sind. Und natürlich die andere Hälfte, komplett neue Strecken. Innovativ as fuck. Zumindest in diesem Mario Kart, also das ist wirklich das geilste Mario Kart überhaupt. Kumu Weide ist jetzt, ich würde sagen, eine der kürzesten Strecken im Spiel, aber generell Panzer- und Bananen-Cup, da sind richtig kurze dabei, das werdet ihr dann sehen. So, wir schlittern um die Kurven. Funktioniert ganz gut. Bisher, aber das ist, oh, da kommt schon der Stachy, sehen schon. Fuck. Ja, wir kriegen kein neues Item jetzt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und seht mal, wer wieder Zweiter ist. Ich hab's euch gesagt. Rosa Gold Peach ist wieder am Start. Es ist immer so. Es ist immer so. Es ist offline so gewesen, als ich das gespielt habe, durchgespielt habe. Und es ist auch jetzt wieder so. Rosa Gold Peach hängt mir am Sack. Ah ja, übrigens das Rauschen, was ihr im Hintergrund von meinem Mikro vielleicht hört. Das ist tatsächlich, das liegt nicht am Mikro, sondern das ist mein Fernseher. Wenn der an ist, rauscht der relativ laut. Allerdings habe ich im ersten Part schon mal nachgeguckt, das hört man eigentlich nicht. Ich habe mein Mikro ein klein wenig lauter noch gestellt jetzt. Damit das, also ich musste mein Mikro noch ein klein wenig lauter stellen, weil das Spiel schon relativ laut war. Aber an sich dürfte man das Rauschen während des Fahrens zumindest nicht hören. Oder zumindest nicht störend. Also, dass es euch stört. Und wir machen weiter mit Strecke Nummer 2. Mit Marios Piste. Oh ja, die Mucke da auf der Strecke ist mega geil. Eine meiner Lieblings-Soundtracks im Spiel. Ach ja, die Splatoon, die Inklinge sind übrigens auch neu. Natürlich. Die Splatoon-Inklinge sind in dem Spiel auch neu als neue Charaktere. Die sind mir gar noch eingefallen, weil da unten im Ladebild schon welche waren. So, jetzt achtet auf die mega geile Mucke. Schon nice, oder? Mit Live-Orchester ist das ja eingespielt seit Mario Kart 8. Und ich finde, die Strecke haben sie perfekt, also musikalisch perfekt untermalt. Da gibt es nur wenige Strecken, die noch geiler sind. Und zwar die beiden F-Zero-Strecken, die wir noch sehen werden, die sind von der Mucke her noch geiler. Ansonsten ist das schon, also meiner Meinung nach, schon der niceste Track. So ein richtiger Chill-Track, der war mega, also der macht wirklich, der macht verbreitet gute Laune einfach. So, ja, wir haben wieder eine relativ kurze Strecke mit Marios Piste erwischt. Im Bananen-Cup wird es nochmal eine derartig kurze Strecke geben. Ansonsten sind die alle relativ lang. Zumindest für die Verhältnisse dieses Spiels. Ich habe leider nur eine Münze gekriegt. Da hätte ich vielleicht die Bananen nicht wegwerfen sollen. So, Lakitu. Lakitu, ja, den gibt's ja, das, da gibt's ja so kontroverse Diskussionen. Warum fährt Lakitu mit, obwohl er gleichzeitig da die Runden anzeigt und so weiter und einen aus dem Graben rettet oder sowas. Der Lakitu hat ja einen anderen Panzer im Kart und einen andersfarbigen Panzer und ach, da gab's Diskussionen drüber, das verstehe ich manchmal auch nicht. Genauso wie die Diskussion über Rosa Gold Peach. Rosa Gold Peach ist ja der so ziemlich unnötigste Charakter im Spiel. Ja, verstehe ich, aber mein Gott, dann hallo, ihr habt einen Charakter mehr. Was ist doch scheißegal. Gut, man hätte sich vielleicht mal andere Charaktere wie zum Beispiel, ja, wen hätte man sich denn noch wünschen können hier? Vielleicht Diddy Kong oder so. Weiß ich nicht, wenn Donkey Kong schon dabei ist, warum nicht auch Diddy Kong, ne? Ja, mei. Also so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Boah, einmal kurz. So.
Oh, der Cheap Cheap Strand vom DS. Sehr aufgehübscht worden, von der Grafik her. Also ich finde, der ist kaum wiederzuerkennen, aber ich finde den mega nice. Cheap Cheap Strand ist schon, sehr gut gemacht worden. Vor allem, weil ich bin da, ich habe Mario Kart bei Mario Kart DS halt erst angefangen, weil ich da, ja, das geht quasi in DS bekommen habe, in Hand gedrückt und dann Mario Kart DS dazu. Könnte mein erstes DS-Spiel gewesen sein mit Mario 64 DS. Und ich fand es damals schon genial. Und wenn man das jetzt dann so sieht, wie man so alte Strecken, die man halt als Kind gefahren ist, und die man jetzt wieder so aufgefrischt sieht, einfach toll. Und ich weiß, ich kann heute irgendwie kein Deutsch, meine Stimme versagt total, meine Grammatik versagt total hier. Aber das macht doch nichts. Hauptsache, wir haben Spaß. Scheiße. Und da hat irgendeiner hat da eine Rakete gehabt, während der Blitz kommt. Das ist natürlich Premium, wenn man das hat. Kann ich ja jetzt schon mal sagen, warum ich kein 200cc Let's Play quasi mache zum Singleplayer, weil das ist mir persönlich ist das zu schnell. Oh Gott, nein, was? Oh, das war jetzt natürlich gemein. Jetzt habe ich die letzte Banane weggeworfen, das hätte ich dann... Ach, fuck. Ja, jetzt wird es nochmal eng. Das war dämlich, ich hätte behalten sollen. So mich mit. Oh fuck, ich hab. Ja, manchmal vergesse ich aufs Gas zu drücken. Das passiert schon mal. Liegt auch ein bisschen hier am Gips und so, dass ich manchmal, dass mein Daumen da manchmal nachgibt. Aber wie gesagt, im Singleplayer ist das nicht schlimm. Das Online-Let's Play verzögert sich da halt noch ein bisschen. Für die, die es noch nicht wissen, ich lade ab sofort immer mittwochs und sonntags um 14 Uhr hoch. Oh! Boah, es war knapp. Das war tatsächlich ein relativ knappes Rennen. Also wie gesagt, mittwochs und sonntags um 14 Uhr. Und dann wird dann immer ja ein Part quasi jetzt vom Singleplayer kommen. Und vielleicht kriegen wir es sogar so weit rausgezögert, dass ich dass dann das Online-Let's Play starten kann, direkt drauf. Weil das wird hier, wie viele Parts kriegen wir hier hin? 12 plus Battle Mode sind 13. Das reicht für 6,5 Wochen oder so. Ja, das dürfte tatsächlich sogar hinkommen. Ich bin auch für 2 Wochen nochmal im Urlaub zwischendrin. Das heißt, da kommt kein Video. Oder ich lade es zumindest für... Ja doch, ich könnte es vorher hochladen schon mal. Für die beiden Wochen. Und dann dürfte das perfekt sich ins Online-Let's-Play überschneiden. Also für mich ist das jetzt hier quasi Anfang Juli tatsächlich erst. Wir haben den 2. Juli, wo ich das aufnehme. Am 2. Juli startet natürlich das Projekt jetzt auch. Ich werde den ersten Part hochladen auf jeden Fall heute. Oh, fuck. Aber für mich bleibt es halt Anfang Juli und für euch wird es dann wahrscheinlich schon Anfang August sein, wenn so die letzten... Verdammt, was mache ich denn hier? Wenn so die ersten, die letzten Parts des Projekts kommen, so. Ich kann heute keine richtigen Sätze formulieren, ich weiß nicht warum. Das heißt, das Video hier müsste eigentlich am Mittwoch, den 5. Juli, dann rauskommen. Also einen schönen Mittwoch wünsche ich euch aktuell dann, wahrscheinlich. Für mich weiterhin Sonntag, weil ich nehme jetzt natürlich erstmal auch ein bisschen was am Stück auf, ich hab Bock. Autobahn vom N64, über die Strecke haben wir noch gar nicht gesprochen. Finde ich, haben sie auch krass verbessert. Die macht irgendwie viel mehr Spaß jetzt. Auf dem N64 fand ich sie zwar schon geil. Ich habe das mit dem Emulator natürlich auch gespielt, das Spiel. Aber halt ja nie selber ein N64. Klar, das normale Mario 64 habe ich auch gespielt und so weiter und so fort. Aber halt nur, zwar auch mit Controller, aber halt nur auf dem Emulator. What the fuck? Was war das? Ach, ich bin so dämlich. Ich habe aus Versehen die Dingens losgelassen. L. Oder LB. Oder LT. Ich weiß nicht. Oder, nee, ZL. ZL ist ja bei Nintendo.
Nein, ich habe keine Xbox. Ich habe eine PS4. So, Stimme darf nicht versagen. Ne? Und damit haben wir auch... Oh, das war echt knapp. Wie ich gerade auf der Karte sehe. Das war ultra knapp. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber die waren uns richtig krass am Sack, die drei. Und wieder ist Rosa Gold Peach Zweite geworden. Ich habe es euch gesagt. Aber wir haben wieder den Goldpokal. 3 Sterne, 60 Punkte. So muss das doch sein. Zeig uns unseren Pokalspiel. Komm. Da ist er, in all seiner strahlenden Pracht. Schön. Ja, und damit haben wir auch schon den zweiten Part hinter uns. Wir haben gerade mal 10 Minuten um. Also ihr seht, das geht relativ schnell. Kurze Parts, für mich dauert es nicht lang hochzuladen, das ist ganz gut. Ihr habt trotzdem Spaß. Zwei Parts in der Woche, ich denke, das ist okay. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir dazu doch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns den Blumencup vornehmen. Also bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 8 Deluxe. Bis dann. Ciao, ciao.